Oktober 2022. Deutschland ist schon in der Energiekrise und die Gefahr eines Blackouts ist durchaus gegeben und realistisch. Hinzu kommen Lieferengpässe aufgrund von Firmenpleiten und natürlich des AdBlue-Mangels, welches dann bei den Landwirten und bei den Lkw-Fahrern wiederum fehlt, was dann wieder zur Folge hat, dass bestimmte Sachen auch dann nicht mehr angeliefert werden können oder eben auch nicht mehr produziert werden oder Abfallprodukte aus diesen Produktionen, wie zum Beispiel für Dünger oder so, dann auch nicht mehr zur Verfügung stellen. Teilweise gibt es schon Kohlensäuremangel und einige Brauereien da schon die Produktion auch eingestellt haben. Und davon betroffen sind natürlich auch Produkte für Meerschweinchen. Darüber muss man sich ganz klar sein. Es ist also nicht mehr selbstverständlich, dass es später noch genügend Heu oder anderes Futter für die Meerschweinchen gibt. Medikamente geht eigentlich schon seit einem halben Jahr, dass es bestimmte Sachen nicht mehr verfügbar sind. Und es die Gefahr besteht, dass es halt einfach noch viel schlimmer wird. Und deswegen muss man sich jetzt inzwischen wirklich überlegen, was kann ich denn machen, um mich darauf vorzubereiten? Und wenn du das jetzt wissen willst, dann bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Ja, in Deutschland besteht inzwischen die reelle Gefahr eines Blackouts. Die EU bereitet sich auch schon auf einen europaweiten Blackout vor. Und was ein Blackout bedeutet, ja, ihr könnt euch da sicherlich mal ein paar Videos auf YouTube angucken dazu. Ich empfehle da mal Autor Chiemgau. Der Stefan macht da recht gute Informationen drüber, auch wie es mit dem Gas aussieht im Winter und so weiter. Ja, und wenn man sich das mal realistisch betrachtet, dann sollte man sich durchaus darauf vorbereiten, dass dieser Blackout jetzt demnächst irgendwann eintreten könnte. Und deswegen habe ich mir da auch mal ein paar Gedanken gemacht, was man denn machen müsste. Weil was passiert denn tatsächlich bei einem Blackout? Bei einem Blackout ist die gesamte Stromversorgung weg. Und das bedeutet, dass nach einer Stunde die Kommunikation zusammenbricht, weil die Funkmasten und das alles dann wegbricht. Zu Hause bei einem geht natürlich kein Licht mehr, keine elektrischen Geräte, Kühlschrank ist weg, ne? Der fällt aus. Hinzu kommt das Frischwasser, das wird ja auch über Pumpen gepumpt, also verdichtet. Das heißt, wenn die auch keinen Strom mehr haben, dann kann man auch kein Frischwasser mehr bekommen aus dem Wasserhahn. Und so betrifft das eigentlich die komplette Sache. Die Supermärkte werden natürlich auch nicht mehr gehen. Die Türen gehen ja nicht mehr auf. Selbst wenn man die aufmacht, ja, nach ein paar Tagen sind die Lebensmittel dann nicht mehr gekühlt. Ja, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass die dann verderben. Das ist halt alles problematisch. Ja, und deswegen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was man denn machen könnte in dem Fall. Und ja, ich habe mir das nicht so leicht genommen, obwohl es vielleicht auch offensichtlich erscheint. Aber es ist doch nicht so einfach, wie man denkt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich noch an irgendwas nicht gedacht habe. Und ich behandle jetzt wirklich nur mal das, was man für die Meerschweinchen machen könnte. Als ersten Punkt habe ich eigentlich aufgeschrieben, jeder sollte mal eine Liste erstellen, was er für die Meerschweinchen alles so benötigt, was er ständig nachkauft, damit man das mal im Überblick hat. Und vielleicht vergisst man ja auch irgendwelche Sachen so. Und wenn man eine Liste komplett aufschreibt, dann hat man das zumindest ein bisschen im Überblick, was tatsächlich benötigt wird. Also ich habe mir hier tatsächlich auch mal eine kleine Liste aufgeschrieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die vielleicht vollständig ist. Wahrscheinlich habe ich auch noch irgendwas an irgendwas nicht gedacht, aber das sollte man halt als allererstes mal machen, um sich darüber klar zu werden, was brauche ich eigentlich alles und was bekomme ich vielleicht später gar nicht mehr. Als Punkt 2 habe ich tatsächlich Futter aufgeschrieben. Futter ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Meerschweinchen, weil die ja immer nachstopfen müssen. Die müssen halt immer fressen, damit die Verdauung halt richtig arbeitet bei denen, sonst gasen die auf. Von daher ist Futter sehr, sehr wichtig. Und von daher muss man sich jetzt mal überlegen, ein Blackout, wenn der so 3-4 Wochen dauert, der Supermarkt hat dann kein Gemüse, kein Frischfutter mehr. Das heißt Salat, Gurken, Möhren, alles das, was ich für die Meerschweinchen sonst immer da gut bekommen konnte, das fällt weg. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und man kann halt dann nur selber versuchen, sowas anzubauen. Wenn man das allerdings jetzt noch nicht gemacht hat,
finden. Vielleicht gehen ein paar Kräuter noch einigermaßen schnell, aber letzten Endes, das wird wahrscheinlich wegfallen für 3 bis 4 Wochen. Und ja, da muss man natürlich überlegen, was mache ich dann? Das meiste, was die Meerschweinchen natürlich über Frischfutter kriegen, sind einmal frische Vitamine und auch Wasser. Das heißt, Vitamine, wichtig da ist natürlich Vitamin C. Das ist sehr, sehr wichtig bei Meerschweinchen. Die anderen Vitamine sind natürlich auch wichtig, aber grundsätzlich brauchen Meerschweinchen ja überwiegend nur Heu, damit sie die Zähne abreiben können. Und das ist ja eigentlich auch das Grundnahrungsmittel bei Meerschweinchen, das Heu. Und Heu ist, kann man glücklicherweise durchaus 3 bis 4 Wochen lagern. Da muss man sich halt große Tüten besorgen. Und je nachdem, wie viel Meerschweinchen man hat, ist es natürlich einfacher von der Menge. Wer natürlich viele Meerschweinchen hat, kriegt da vielleicht ein Lagerproblem. Und man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, ja, im Supermarkt kriege ich eben, oder in der Tierhandlung kriege ich das Heu halt auch nicht mehr. Ich kann es mir auch nicht mehr online irgendwo bestellen. Es wird auch keiner mehr liefern. Von daher, das wird ein großes Problem werden. Daher sollte man durchaus jetzt mal überlegen, dass man sich so für 3 bis 4 Wochen durchaus Heu zurücklegt. Alternativ zum Heu oder um das auch ein bisschen strecken zu können, gibt es natürlich auch so ein bisschen Trockenfutter, so Pellets hier. Zum Beispiel hier vom Bunny, dieser Meerschweinchentraum. Da sind sehr viele Gräser drin, natürlich auch so ein paar Sachen, die nicht so toll sind. Aber sind zum Beispiel auch Vitamin C drin und alles. Und das kann man halt auch nehmen, wenn man jetzt kein Heu hat oder keins mehr bekommt. Damit kann man das natürlich ein bisschen strecken. Und wichtig bei diesen Packungen ist halt auch, dass das immer schön in Plastik eingepackt ist und hier oben auch wieder verschließbar ist, damit da keine Motten oder anderes Getier sich einnisten kann, damit das immer schön luftdicht ist. Zusätzlich dazu kann man natürlich auch noch ein bisschen Critical Care nehmen. Das ist ja sowieso gut für Notfälle oder sonst irgendwas. Also Critical Care kann man natürlich auch zur Not verfüttern. Da muss man sich allerdings auch ein bisschen darüber im Klaren sein, dass die Zähne davon jetzt nicht so besonders gut abnutzen, weil es ja schon sehr fein gerieben ist. Das werden die Meerschweinchen hauptsächlich größtenteils viel runterschlucken und nur wenig mit den Zähnen bearbeiten. Von daher ist das nicht unbedingt immer ideal. Bei diesem Trockenfutter hier muss man natürlich auch aufpassen, dass man die Meerschweinchen langsam umstellt. Das heißt, wenn man weiß, der Blackout ist da, muss man halt immer so ein bisschen das mit anbieten, dass sie das zusätzlich mit fressen können, einfach um dann das Heu auch einsparen zu können etwas, ne? Damit das länger hält, um das zu strecken. Ja, das ist also das, was man beim Futter, würde ich so denken, so machen kann. Alternativ kann man sich natürlich überlegen, ob ich noch Kräuter anbaue oder anderes Gemüse irgendwo. Zur Not in der Wohnung kann man das ja auch auf der Fensterbank machen. Allerdings, ja, das hält nicht sehr lange vor und dauert natürlich auch eine ganze Weile, bis das groß genug gewachsen ist, ne? Alternativ kann man natürlich auch noch nach draußen gehen und da irgendwelche Sachen einsammeln. Was weiß ich, Gras oder Blätter oder sowas. Allerdings muss man da eben auch aufpassen, was man da verfüttert. Und das kann natürlich auch schnell zu Problemen führen. Also wenn man jetzt, wenn die Meerschweinchen da nicht dran gewohnt sind, die Verdauung, dann kann das auch schnell zur Aufgasung führen und dann hat man ein wesentlich größeres Problem, als dass sie dann kein Futter haben. Als dritten Punkt habe ich tatsächlich Vitamin C aufgeschrieben. Es gibt Vitamin C-Tabletten zu kaufen von verschiedenen Herstellern. Ich zeige euch hier mal gerade mal eins. Die nehmen wir zum Beispiel hier immer. Es gibt natürlich auch flüssiges Vitamin C, was man Wasser zufügen kann, wenn die Meerschweinchen das trinken. Ich persönlich bevorzuge eigentlich lieber so Tabletten, da weiß ich, das haben die gefressen und dann haben sie ihr Vitamin C, was sie vielleicht brauchen. Weil wenn ich nur noch Heu zu Hause habe und vielleicht nicht so ein Trockenfutter, wo das vielleicht auch schon ein bisschen mit angereichert ist, Vitamin C ist halt sehr wichtig für die Meerschweinchen, ne? Von daher, da sollte man durchaus mit dran denken. Als Punkt 4 habe ich mir aufgeschrieben, einen Wasservorrat anlegen. Das ist ja bei Meerschweinchen, die brauchen natürlich auch was zu trinken. Bei Meerschweinchen ist es überschaubar. Da würde ich tatsächlich vielleicht so stilles Mineralwasser nehmen und dann halt überlegen, wie viel brauche ich denn so für 3 Wochen, dass ich das dann immer täglich einmal wechseln kann, damit die genug haben. Was man auch nicht vergessen darf, wenn die natürlich kein Frischfutter mehr futtern, haben die einen viel höheren Wasserbedarf. Das heißt, das muss man mit einkalkulieren. Also von daher lieber die 1,5-fache Menge nehmen von dem, was man glaubt,
dann denke ich mal, dann kann man so einigermaßen sicher sein. Alternativ kann man natürlich auch Leitungswasser in lebensmittelechte Kanister abfüllen und die wegstellen. Allerdings hält sich das Wasser in solchen Kanistern jetzt auch nicht ewig, also da bilden sich dann irgendwann Keime. Von daher ist das, glaube ich, so nach einem Monat nicht mehr so gut. Es gibt allerdings so Tabletten ohne Chlor, da ist dann so ein Silberion oder sowas drin, was natürlich Keime abtötet. Ob ich das den Meerschweinchen dann geben würde, weiß ich nicht. Also ich würde da tatsächlich bevorzugen, lieber gucken, dass ich irgendwie Mineralwasserstilles habe. Vielleicht auch welches mit Kohlensäure, das geht jetzt zur Not auch. Das hält auch ein bisschen die Keime ab. Ich würde aber tatsächlich wohl lieber Stilles nehmen. Ja, was vielen dann auch nicht so bewusst ist, das Leitungswasser kommt dann ja nicht mehr beim Blackout aus dem Wasserhahn. Das ist dann ja irgendwann auch vorbei und da muss man sich natürlich auch einen großen Wasservorrat anlegen für Verbrauchswasser. Das heißt, alleine wenn man irgendwie sich waschen will, wenn man irgendwas abwaschen möchte oder einfach so irgendwas zum Gießen oder ne, da braucht man natürlich auch sehr viel Wasser. Oder später auch Wäsche waschen. Die Waschmaschine wird ja nicht gehen. Das muss man dann wahrscheinlich von Hand machen. Und da braucht man immer Wasser für. Dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht habe ich irgendwo einen Bach in der Nähe. Aber das ist meistens auch nicht sonderlich sauber. Das heißt, dafür würde ich dann halt auch schon sehen, dass ich mir dann nochmal einen Wasserfilter hole, dass ich das auch mal durchfiltern kann. Alternativ kann man das dann auch trinken, wenn man einen richtigen Filter verwendet. Aber priorisieren, also ich meine, bis das alles durchgelaufen ist, das ist dann wieder eine andere Sache. Ja, theoretisch kann man es natürlich auch abkochen, aber wenn da irgendwelche Giftstoffe oder sowas drin sind, also trinken würde ich das dann nicht, wenn ich es nicht gefiltert habe. Ne? Zum Waschen kann man es dann vielleicht nehmen, wenn es einigermaßen sauber ist, aber ansonsten würde ich das halt dann auch nicht nehmen. Gut, so viel dann erstmal zum Wasser. Als Punkt 5 habe ich tatsächlich Einstreu genommen. Wir benutzen ja sehr viel Holzspäne für unsere Meerschweinchen als Einstreu fürs Gehege und das muss natürlich auch alle 2 bis 3 Tage dann auch mal sauber gemacht werden. Es gibt natürlich auch Meerschweinchenhalter, die benutzen Vlies, was ich auch nicht schlecht finde. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, bei einem Blackout, die Waschmaschine wird nicht mehr gehen, das Wasser geht nicht. Und ja, Vlies muss natürlich dann auch alle 2, 3 Tage auch dann gewaschen werden. Und das muss man dann halt auch irgendwie bewerkstelligen können. Von daher würde ich vorschlagen, holt euch einen großen Vorrat an Einstreu. Je nachdem, wie viel ihr da braucht. Es gibt sehr große Packungen. Also beim Raiffeisenladen gibt es zum Beispiel 22 Kilo Pakete. Die kosten da 12 Euro. Wenn man sich da 3 von wegstellt, dann hat man, sage ich mal, 3 Wochen Ruhe, wenn man jetzt nicht, wer weiß, wie viele Meerschweinchen hat. Und dann ist man da schon auf der sicheren Seite. Geht das Einstreuen nun zu Ende oder wenn man es ein bisschen strecken möchte oder auch einfach so, würde ich auch jetzt jedem empfehlen, sich auf alle Fälle mal so Fließsachen zu kaufen. Von Bunny gibt es Fließsachen, das nennt sich Bedding Easy. Das ist ganz gut. Das ist auf der Oberseite wirklich sehr schön weicher Vlies. Und auf der Unterseite ist ein anderes Material, das nennt sich Molton. Das ist sehr saugfähig. Und wir haben das bei uns auch im Einsatz. Wir sparen damit jetzt auch schon ein bisschen beim Einstreu, solange wie es geht. Und da kann man natürlich einmal das Streu schön strecken. Und ja, das ist nach 3 Tagen kann man das dann mal austauschen. Dann wird man das waschen können in der Waschmaschine. Und dann ist gut. Beim Blackout hat man natürlich das Problem, die Waschmaschine geht ja nicht. Einmal kommt ja kein Wasser und der Strom ist auch nicht da. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, dass man dann solche Sachen per Hand waschen müsste. Aber ich denke mal, das ist immer noch besser, als wenn die Meerschweinchen gar keinen Einstreu haben. Weil dann sitzen die ja die ganze Zeit im Urin und das will man dann ja auch nicht. Kot ist, denke ich mal, noch nicht so wild, aber Urin, der riecht dann ja auch irgendwann. Und wenn das zu schlimm wird, dann werden die natürlich auch krank. Als Punkt 6 habe ich angegeben Wärme. Die Heizung wird bei einem Blackout ja auch nicht mehr funktionieren. Also wir haben zum Beispiel eine Gasheizung hier, die braucht einmal Strom. Den Strom könnte ich vielleicht noch für einige Zeit zur Verfügung stellen, aber spätestens beim Gas hört es dann natürlich auf. Da sind natürlich auch Verdichterturbinen irgendwo, die den Gasdruck erzeugen und die stehen ja irgendwann dann auch still.
Von daher kann es aber auch passieren, dass wir gar keinen Gast mehr haben. Ist ja auch relativ realistisch. Herr Habeck hat das ja auch schon gesagt, dass das sehr stark vom Wetter abhängig ist und wie viel wir heizen. Ob wir, da würden wir durch den Winter kommen. Von daher gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich gar nicht mehr reichen wird. Und ja, da muss man halt dann überlegen, was mache ich denn? Also viele Heizungssysteme werden ja gar nicht mehr funktionieren. Alternativen hätte ich jetzt höchstens, dass ich eine elektrische Heizung habe. Wenn der Strom weg ist, funktioniert die natürlich auch nicht. Bleibt mir ja eigentlich nur noch irgendwie, wenn ich einen Kamin habe, dass ich mit Feuer irgendwas mache oder irgendwie eine Gasheizung oder Petroleumheizung. Bei diesen Sachen, bei offenem Feuer in der Wohnung, muss man halt immer aufpassen. Das kann man ja nicht einfach so verwenden. Da braucht man auf alle Fälle einen CO-Melder, der das Kohlenmonoxid misst, dass da nicht so viel ist. Man muss dann meistens auch mal ein bisschen durchlüften. Von daher muss man da schon ganz böse aufpassen, wenn man mit Feuer da irgendwas macht. Auch die Brandgefahr ist da sehr hoch. Wenn man nicht aufpasst, fackelt schnell die Bude ab. Sehr gefährlich. Von daher, mal angenommen, man hat es nicht zu Hause. Was kann ich denn dann machen, wenn es immer kälter wird? Und die Meerschweinchen, die haben so ungefähr das Wärmeempfinden wie wir Menschen. Wenn wir uns wohlfühlen, dann fühlen die sich auch wohl. Bestimmte Temperaturen, wenn es ein bisschen kälter ist, können die noch gut wegstecken. Aber man kann denen natürlich auch ein bisschen was helfen. Und da habe ich halt überlegt, es gibt Kuschelsachen, es gibt so Kuschelschlafsäckchen. Die sind im Prinzip von der Funktion her ähnlich wie Schlafsäcke bei Menschen. Die isolieren halt gut die Wärme. Auf der einen Seite sind sie offen, ansonsten sind die komplett geschlossen. Das heißt, es wirkt wirklich wie eine schöne warme Decke. Und da können die Meerschweinchen natürlich dann rein und Energie sparen und sich selber warm halten. Das ist also schon mal eine gute Sache. Was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel so chemische Handwärmer zu kaufen. Die kosten nicht viel. Die muss man dann so knicken und dann erwärmen die sich. Die kann man denen natürlich da auch so ein bisschen dann mit reinlegen. Es gibt auch welche, die mit Akku oder Batteriebetrieb sind. Da habe ich natürlich dann später das Problem, dass wenn die Batterien alle sind oder der Akku leer ist, dass ich es vielleicht nicht mehr aufladen kann und dann nicht mehr benutzen kann. Von daher sind vielleicht so chemische gar nicht mal so verkehrt. Warum, komme ich später nochmal drauf zu. Oder man kann natürlich auch gucken, eine Wärmflasche, dass man die mit warmem Wasser dann auch befüllt, damit die auch ein bisschen Wärme abgibt. Das geht also auch. Ja, und weil wir gerade das Thema warmes Wasser hatten, ja, wie mache ich das nun eigentlich warm? Und da sind wir dann schon bei Punkt 7 angelangt, dass man sich vielleicht so einen kleinen Gaskocher holt. Das kann zum Beispiel so wie dieser hier aussehen. Es gibt auch noch andere. Dieser hier, da kann man halt hier oben einen Topf drauf machen, da kann man Wasser warm machen, kann man sich auch Essen mitkochen. Man kann damit auch natürlich etwas heizen, wenn man das möchte. Ja, und das Ding ist eigentlich relativ simpel. Hier unten ist so ein Schraubverschluss, den kann man halt so abschrauben. Und da kommen dann so kleine Gaskartuschen rein. Die kosten so, ja, so 1,50 bis 3 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Das hier ist zum Beispiel ein Propan- und Butangemisch, was ganz gut ist, weil ich meine, Butangas, das hat bei einer gewissen Temperatur, brennt das nicht mehr so richtig gut. Von daher ist so ein Gemisch eigentlich zu favorisieren. Steckt man da einfach unten ran, dreht hier auf, zündet an, dann kann man sich Wasser warm machen, ne, und alles Mögliche. Ich denke, das kann man sich auch auf alle Fälle irgendwo hinstellen. So eine Kartusche hält eine ganze Weile. Allerdings würde ich da auch durchaus so 30 bis 40 durchaus mal kaufen. Für 1,50 denke ich mal, ist das nicht so wild. Und wie gesagt, man kann es als Heizquelle benutzen, man kann damit Wasser abkochen, man kann damit Essen zubereiten. Wenn kein Strom da ist, ist das eine super Alternative, das halt so zu benutzen. Alternativ hatte ich das ja schon gesagt, man kann natürlich auch so Petroleumheizungen holen. Da ist meistens oben auch noch so ein Feld, wo man drauf kochen kann. Allerdings muss man bei denen natürlich sagen, so ein Petroleumofen, der zieht schon ganz schön gut Sauerstoff weg. Wenn ihr so ein Ding in der Wohnung benutzt, braucht ihr auf alle Fälle noch einen CO-Melder. Der misst einfach das Kohlenmonoxidgehalt in der Luft. Das ist deswegen ganz wichtig, weil Kohlenmonoxid, das kann man nicht riechen, das merkt man nicht, das sammelt sich unten relativ schnell an. Und wenn man das einatmet, das tut einfach die roten Blutkörperchen blockieren, dass die keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann.
Das heißt, man erstickt eigentlich im Schlaf. Man wird eigentlich immer müder, weil man Sauerstoffmangel hat, verliert irgendwann das Bewusstsein und man erstickt dann einfach daran, wenn das Blut das aufnimmt. Also diese Blutkörperchen, die Kohlenmonoxid aufgenommen haben, die sind nutzlos. Das heißt, der Körper muss erst wieder neue rote Blutkörperchen produzieren, um das wieder herstellen zu können. Und wenn das halt überhand nimmt mit dem Kohlenmonoxid, dann endet das ganz schnell tödlich. Und da die Meerschweinchen ja auch relativ unten auf dem Boden meistens sind, ja, muss man da halt böse aufpassen. Und den Kohlenmonoxidmelder natürlich auch relativ in Bodennähe dann auch aufstellen. Aber wie gesagt, man kann den natürlich auch draußen benutzen, Wasser warm machen, Essen kochen. Nur beim Heizen in der Wohnung oder sowas, im Gebrauch in der Wohnung, muss man halt böse aufpassen. Am besten auch ein bisschen das Fenster aufmachen dann dabei, dass immer Frischluft reinkommt. Dann ist die Gefahr da vielleicht nicht mehr ganz so hoch. Punkt 8 sind tatsächlich Medikamente. Medikamente müsst ihr halt gucken, welche braucht ihr täglich für eure Meerschweinchen. Für die müsst ihr dann natürlich einen großen Vorrat anlegen, weil ihr müsst davon ausgehen, dass ihr die nicht mehr beim Tierarzt oder in der Apotheke nachkaufen könnt bei einem Blackout. Von daher müsst ihr Vorräte dafür haben, dass es 3 bis 4 Wochen hält. Eine kleine Hilfe kann einmal diese Hausapotheke für Meerschweinchen sein. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Da könnt ihr mal gucken, was man so oder so vielleicht haben sollte im Haus. Aber ansonsten, ganz wichtig sind halt die Sachen, die ihr wirklich ständig braucht für eure Meerschweinchen. Bei uns wäre es zum Beispiel Sapsimplex, Lactulose, eventuell ein bisschen Schmerzmittel, dann Parodicare-Produkte, die ständig bei uns benötigen, dann Herzmedikamente, vielleicht noch was zum Entwässern. Je nachdem, welche Krankheit euer Meerschweinchen hat und welches Medikament es benötigt, da braucht ihr auf alle Fälle einen Vorrat, dass ihr dann 3 bis 4 Wochen damit auch ohne auskommen könnt. Weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr das relativ zügig dann noch irgendwo her bekommen könnt. Ihr könnt es ja nicht im Internet bestellen, ihr könnt nirgendwo mehr hingehen, das holen. Also das wird sehr, sehr schwierig werden dann. Von daher, das ist eine ganz wichtige Geschichte, da auch mit dran zu denken. Der 9. Punkt sind Transportboxen. Transportboxen solltet ihr für eure Meerschweinchen in ausreichender Menge haben. Nicht jedes Meerschweinchen versteht sich mit dem anderen. Und ihr könnt ja auch nicht unbedingt immer auf engen Raum alle zusammenpacken. Auf Dauer geht das nicht. Ihr wisst ja nicht, wie lange ihr unterwegs seid. Denn es kann immer mal sein, dass ihr evakuiert werdet, irgendwo anders hin, da müsst ihr die mitnehmen. Es kann sein, dass die Nachbarn mit Feuer hantiert haben und die Bude steht in Flammen, da müsst ihr natürlich auch flüchten. Oder dass ihr einfach auch die Wohnung aufgeben müsst, weil da vielleicht irgendwelche Leute dann plündern wollen oder da einbrechen oder weil ihr da einfach nicht mehr leben könnt in der Bude. Vielleicht ist da auch irgendwas anderes passiert. Also, oder ihr müsst einfach woanders hin oder wollt mit den Meerschweinchen auch woanders hin. Dann müsst ihr halt natürlich da genügend und ausreichend Transportboxen verfügbar haben. Von daher, das ist auch eine wichtige Sache, an die man denken sollte. Das waren jetzt erstmal so wichtige Sachen, die mir tatsächlich eingefallen sind. Optional müsst ihr natürlich immer schauen, ihr müsst ja für euch selber auch vorsorgen. Von daher gehe ich natürlich dann mal davon aus, dass ihr bestimmte Sachen sowieso schon habt. Aber ich werde trotzdem jetzt noch mal ein paar optionale Hinweise geben, an was man vielleicht auch noch denken sollte. Also auf alle Fälle braucht ihr Taschenlampen, am besten welche, die man aufladen kann. Da solltet ihr auch mehrere griffbereit immer haben, vielleicht auch in jedem Zimmer eine. Die halten relativ lange, wenn die mit LEDs betrieben werden. Und ich habe selber auch einige davon. Wenn es dunkel ist, ist das halt eure einzigste Lichtquelle. Und ihr werdet auch später, wenn es wirklich stockfinster ist und alles ruhig ist, werdet ihr auch irgendwelche komischen Geräusche hören und sowas. Und da wollt ihr dann vielleicht auch mal nachgucken. Von daher, Taschenlampen sind halt eben auch wichtig. Als nächsten Punkt, der vielleicht auch relativ wichtig ist, aber nicht wirklich zu den Meerschweinchen gehört, ist einfach, dass ihr irgendwie eine Stromerzeugungsquelle habt. Das kann vielleicht eine kleine Powerbank mit Solar-Ding sein. Es gibt allerdings auch so größere Stromgeneratoren, die mit Treibstoff, also Diesel oder Gas oder auch Benzin laufen. Bei den Dingern habt ihr natürlich immer das Problem, wenn der Strom ausfällt, die meisten Tankstellen haben keine eigene Notstromversorgung. Das heißt, die Pumpen, um den Treibstoff hochzupumpen, werden auch nicht funktionieren. Und bei den Tankstellen, wo es funktioniert, die werden ruckzuck von der Polizei beschlagnahmt werden, vom Staat, dass die halt Treibstoff haben. Wenn man jetzt selber keinen eigenen Treibstoffvorrat hat, natürlich auch nicht mehr dann benutzbar. Von daher würde ich da vorschlagen, ihr kauft euch so eine kleine Powerstation, die wirklich große Solarpanels habt. Damit könnt ihr dann
wenn die Sonne scheint, natürlich Strom produzieren und speichern und später dann auch eure Taschenlampen oder andere Sachen damit aufladen. Je nachdem, wie groß die sind, kosten die natürlich auch entsprechend viel Geld, aber lieber sowas haben, als später das nicht haben. Alternativ kann man natürlich für Licht auch wieder Kerzen oder sowas nehmen oder Petroleumlampen. Da hat man halt wieder das Problem, offene Flamme in der Wohnung verbraucht Sauerstoff, ist halt immer suboptimal. Da würde ich tatsächlich dann wirklich sagen, so ein Powergenerator, so ein Solargenerator ist da schon nicht schlecht. Also man kann durchaus kleine kaufen, da muss man sich dann darüber im Klaren sein, dass die dann wirklich nur zum Aufladen von irgendwelchen Sachen sind. Kauft man sich jetzt einen größeren, die kosten dann schon mal 2000 Euro. Damit kann man dann natürlich auch schon eine Heizung oder auch einen Kühlschrank oder einen Fernseher oder sowas betreiben. Das ist halt auch etwas, worüber man nachdenken kann. Was euch so betrifft, ja, schaut euch am besten Vorsorgevideos auf YouTube an. Outdoor Chiemgau ist eigentlich ganz gut. Der Stefan, der gibt ganz gute Tipps. Der hat auch einen ganz guten Überblick, wie es hier im Winter mit dem Gas aussieht und mit Blackout und so. Da kann man sich ganz gut drüber informieren. Ansonsten, viel mehr fällt mir jetzt im Moment für die Meerschweinchen nicht ein, was man machen könnte. Ich denke, so die wichtigsten Sachen habe ich schon erwähnt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche anderen Sachen, wenn euch noch Sachen einfallen, schreibt mir das ruhig mal unten in die Kommentare. Und ich würde vorschlagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.